In der Saison 18-19 gab es in NRW insgesamt 242 Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Pyrotechnik. Zur Saison 22-23 stieg diese Zahl um ein Vielfaches an. Ganze 2575 Verstöße wurden polizeilich festgestellt. Polizei und Verbände warnen vor den Gefahren. Pyrounfall. Fan verliert Finger. Horrorszene beim BVB-Spiel. Verletzung nach Pyroshow. Verletzte durch Pyrotechnik im Grünwalder Stadion. All das sind Schlagzeilen, die man im Zusammenhang mit Pyro immer wieder liest. Doch ich dachte, Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Der Fußballsong Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen wurde über TikTok in den Mainstream gebracht. Nico Toms, aka der Balkon-Ultra, der dafür bekannt ist, Ultrasongs auf dem Balkon zu grölen, machte das über Jahre hinweg. Unter anderem eben genannter Song. Toms schaffte es mit dem Song viral zu gehen. Das Lied ist die Fußballhymne für die Europameisterschaft 2024 geworden. Sogar noch weiter, egal ob bei einem Fußballspiel, in der Schule, im Büro, auf einer Party oder sonst wo. Der Song wird mitgeschrien. Und deswegen stellen wir uns im heutigen Video die Frage, ist Pyrotechnik wirklich kein Verbrechen? Pyrotechnik ist in aller Munde. Doch was genau ist eigentlich Pyrotechnik? Im Fußball spricht man von Pyrotechnik, wenn es um gezündete Feuerwerkskörper in den Fanblöcken geht. Obwohl der Einsatz von Pyrotechnik beim Fußball verboten ist und erhebliche Strafen nach sich ziehen kann, vergeht kein Spieltag, an dem nicht in einem der Fanblöcke Pyro gezündet wird. Der Stadionsprecher informiert daraufhin die Zuschauer, dass das verboten, gefährlich und zu unterlassen ist. Manchmal ziehen die Rauchschwaden auf das Spielfeld über und der Schiedsrichter muss die Partie anhalten und so lange warten, bis die Sicht durch den Rauch nicht mehr verdeckt wird. Wiederholen sich die Pyrovorfälle innerhalb einer Partie, kann das Spiel nach Regelwerk durch den Schiedsrichter abgebrochen werden. Der DFB hat einen Strafenkatalog für das Abbrennen, Abschießen und Abwerfen von Pyrotechnik erstellt. Dabei bezahlen die Vereine pro Gegenstand und je nach Liga zwischen 350 und 3000 Euro. Nach einem Derby zwischen Hertha und Union mussten die Verantwortlichen der Hertha knapp 200.000 Euro zahlen, da aus dem Hertha-Block 40 bengalische Feuer und Blinker gezündet und Leuchtraketen auf das Spielfeld geschossen wurden, was zu einer Spielunterbrechung führte. Befürworter von Pyrotechnik sind vor allem die aktiven Fanszenen der Vereine. Der größte Nutzen von Pyrotechnik liegt auf der Hand, wenn man sich die Pyroshows anguckt. Es erzeugt Stimmung. Die Stimmung in deutschen Fußballstadien wird seither gelobt. Die Ultras schaffen es wie in wenigen anderen Ländern auf der Welt, für Stimmung zu sorgen. Zusätzlich zu den Gesängen sorgen auch die beeindruckenden Choreografien und zu guter Letzt Pyrotechnik immer wieder für einen Wow-Effekt. Im Rahmen der Kampagne Pyrotechnik legalisieren gab es eine gemeinsame Erklärung deutscher Ultragruppen, warum sie Pyrotechnik wichtig finden. Dabei heißt es, Pyro soll kein martialisches Auftreten unterstützen, sondern lebendig und fröhlich sein und für eine einzigartige Atmosphäre sorgen. Zitat: Wir werden sie uns nicht nehmen lassen. Für uns ist Pyrotechnik ein Mittel, um Feierstimmung zu schaffen. Die Ultragruppierungen fordern die Schaffung von Rahmenbedingungen, damit man legal Pyrotechnik abbrennen lassen kann. 2020 wurde bei einer Partie zwischen dem HSV und dem Karlsruher SC 10 Rauchtöpfe von mehreren HSV-Ultras kontrolliert abgebrannt. Die Idee ist, Fans sollen an festgelegten Orten und Zeitpunkten unter Auflagen und in Kooperation mit Polizei und Feuerwehr Pyroshows durchführen können. Dabei könne man dafür sorgen, dass die nötigen Sicherheitsabstände und Brandschutzauflagen eingehalten werden können und das ganze Projekt wissenschaftlich begleitet wird, damit man mehr Erkenntnisse darüber sammeln kann, wie die möglichen Gefahren für andere Stadionbesucher sind. Auf Grundlage dieser Ergebnisse könnte man dann eine endgültige Entscheidung treffen, ob eine Pyro-Legalisierung in den Stadien vertretbar ist. Der Gegner der Pyrotechnik ist der Deutsche Fußballverbund und die Deutsche Fußballliga. Die größten Bedenken sind, dass das Abbrennen von Pyro immer ein Sicherheitsrisiko mit sich trägt und zu einer Gefährdung der Zuschauer und Spieler führen kann. Dr. Tom Smith, ein Experte für Pyrotechnik, äußerte seine Bedenken, Zitat: Diese Dinger sind nicht dafür gedacht, in nächster Nähe von anderen Menschen benutzt zu werden. Die Gefahr sei in einem vollen Fußballstadion immer da, egal mit was für einem Sicherheitskonzept man um die Ecke käme. Die Schlagzeilen rund um die Pyrotechnik zeigen zumindest, dass das unkontrollierte Abbrennen schon öfter für Gefahren in Stadien gesorgt hat. Weiter sagt er, Zitat: Können Sie sich die finanziellen Folgen vorstellen, wenn ein Torwart einen geworfenen Pyrogegenstand in die Hand nimmt, der dann explodiert? Er verliert zwei Finger und seine Karriere ist vorbei.
Immer wieder weisen die Kritiker auf die gesundheitlichen Gefahren hin. Ein bengalisches Feuerwerk kann Temperaturen bis zu 2000 Grad erzeugen und auch ohne direkten Kontakt zu Verbrennungen führen. Auch Knalltraumata oder giftige Dämpfe, die eingeatmet werden können, stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Zudem ist das Problem an einer möglichen Legalisierung, dass es in einigen Bundesländern rein rechtlich gar nicht möglich ist, das Abbrennen von Pyrotechnik zu legalisieren. Der DFB hat schon vor Jahren den Dialog mit der Fanszene über die Möglichkeit eines legalen und sicheren Einsatzes von Pyrotechnik abgebrochen. Aber wird denn sonst nichts versucht, um Pyro sicher einsetzen zu können? Grundsätzlich ist in jedem Land der Einsatz von Pyrotechnik verboten. Trotzdem gab und gibt es immer wieder vereinzelte Versuche, um Pyrotechnik im Stadion legal zu ermöglichen. In Dänemark hat Brøndby IF den Versuch gestartet, mit kalter Pyrotechnik für mehr Sicherheit bei Pyroshows zu sorgen. In Absprache mit dem Verein zündeten die Fans vor einer Partie im Dezember kalte Pyrotechnik. Diese sind nicht wirklich kalt. Während herkömmliche Pyrotechnik bis zu 2000 Grad erreicht, ist es bei der kalten Pyro knapp 200 Grad. Zusätzlich sorgt sie für weniger Rauch. DFL-Chef Christian Seifert sagte zur kalten Pyrotechnik, Zitat, die gibt es genauso wenig wie vegane Schweinebraten. Auch in Norwegen wird ab der kommenden Saison ein Projekt gestartet. Die Regierung hat beschlossen, in den kommenden Saisons ein Pilotprojekt in der ersten und zweiten Liga des Landes zu starten. Nach Abschluss dieser wird die Situation neu bewertet. Festgelegt wurde, die Fans, die Pyrotechnik nutzen, müssen vorher geschult werden, über 18 und nüchtern sein. Die Bereiche müssen markiert werden und beim Abbrennen muss ein Abstand von einem Meter eingehalten werden. Ein großer Durchbruch für die Fans. Und die Verantwortlichen in der Regierung sprechen davon, dass es zu einer schönen Atmosphäre und guten Stimmung in Spielen sorgen kann, sofern diese auf sichere Art und Weise genutzt wird. Warum also nicht diese Versuche unterstützen, wenn sie die Sicherheit erhöhen und die Stimmung verbessern können? Das Verhindern von Pyrotechnik ist schließlich extrem schwer. Beim Fußball handelt es sich letztendlich um Menschenmassen mit manchmal mehr als 50.000 Zuschauern gleichzeitig. Alle bis ins letzte Detail zu untersuchen, würde die Kapazität sprengen. Auch gibt es Schlupflöcher wie Personal, das auf dem Stadiongelände dabei hilft, die Pyros in das Stadion zu bringen. Deswegen denke ich, dass das Legalisieren einen positiven Effekt haben kann. Die Fans werden nämlich sicherlich nicht aufhören, Pyros zu zünden. Und wenn man das Ganze kontrolliert umsetzen kann, statt wie bisher unkontrolliert, sehe ich dann nur Vorteile für alle Beteiligten. Pyrotechnik wird auch bei Veranstaltungen wie Konzerten kontrolliert gezündet und sorgt für eine beeindruckende Atmosphäre. Also warum nicht auch im Fußball mit einem Konzept, welches die Fans und Verbände zufriedenstellt? Ich vermute, dass nach dem Pilotprojekt in Norwegen über die Ergebnisse berichtet wird. Fallen diese positiv aus, könnte das in weiteren Ländern dafür sorgen, dass die Pyrotechnik erlaubt wird. Und ich bin mir sicher, dass auch wir dann irgendwann dran sein könnten, dass diese Debatte losgetreten wird. Man kann also abschließend sagen, Pyrotechnik ist momentan doch noch ein Verbrechen. Doch, dass der Balkon-Ultra mit dem Song viral gegangen ist, wird, denke ich, den Befürwortern von Pyro auf lange Sicht helfen. Auch wenn der Text für viele nebensächlich ist, sorgt dieser mit der Zeit dafür, dass man diese Meinung auch wirklich verinnerlicht. Pyrotechnik. Okay, das linke Video hier behandelt ebenfalls eine verbotene Praktik im Fußball. Und diese, also das Doping, wurde mutmaßlich von unseren deutschen Weltmeistern 1954 durchgeführt. Schau dir das Video an, wenn du die ganze Wahrheit dahinter erfahren willst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußballtalk. Ciao, Freunde.